Hallo zusammen, hier ist zusammen zocken und jetzt geht's wieder weiter mit Dark Souls 3 und wir sind hier auf diesem Gipfel des Erzdrachengipfel, kann das sein? Oh Gott, ich meine Namensgedächtnis, aber irgendwie so war das, glaube ich. Ja, und hier seht ihr schon die Sache, die ich euch mitteilen wollte, und zwar ab heute werde ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das fortsetze, aber jedenfalls heute spiele ich online. Und zwar habe ich mir PS Plus geleistet und deswegen werde ich heute erstmal mit online versuchen. Und das heißt, ich habe diese Nachrichten hier. Ja, vielleicht helfen sie mir ja ein bisschen. Drache. Ja, Drache. Und was mache ich mit den Drachen? Ich weiß es ja immer noch nicht. Ich habe hier solche Teile bekommen. Ne, hier habe ich eigentlich nur eins bekommen, aber ich habe mittlerweile drei zusammen. Ich glaube, das sollte einen ganzen Körper darstellen. Aber ich kann es nicht benutzen und ich weiß auch nicht, wie man das oder wo man das benutzen kann. Wenn nicht hier, denn da ist ein Drache. Naja, jedenfalls haben wir diese Sache mit den Nachrichten. Und natürlich auch können wir jetzt invaded werden, aber dafür müsste ich glaube, dafür müsste ich ja, glutig sein, was ich jetzt aktuell nicht bin. Ja, okay. Also dann werde ich jetzt mal hier weitermachen. Ich glaube, das ganze Gebiet hier war von hier bis zur Glocke war schon leer geputzt. Und es steht noch an. Ach, was sehe ich denn da? Mich zu entscheiden, Glocke läuten oder nicht. In den Kommentaren habt ihr mir es wärmstens ans Herz gelegt, doch die Glocke zu läuten. Was ich eigentlich auch. Ich war tendenziell dafür, die Glocke zu läuten. Jetzt sehe ich da aber etwas, was mir noch nicht aufgefallen war. Ach, schauen wir mal nach. Ach ja, Dr. Debetis, du hast da wieder einen guten Tipp gegeben. Denn ich habe ja hier oben an der Stelle Habel heißt er, getötet. Und jetzt sollte ich seine Rüstung an der Brücke. Nee, ja doch. Ach, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. Aber es gibt eine Stelle, da finde ich wohl seine Rüstung. Da muss ich. Moment, was geht hier ab? Oh, und da wird gekämpft, ne? Das habe ich ja auch noch nicht gesehen, weil ich die ganze Zeit nur offline gezockt habe. Aber hier war ein Drache, der hier abgezogen ist. Ich frag mich nur, wohin. Und warum. Und wieso. Ja. Naja. Ja. Das mit der Rüstung, das muss ich mir hinter die Ohren schreiben, damit ich das nicht vergesse. Denn ich glaube, jetzt im Moment werde ich nicht zurückreißen. Denn lass mal gucken. Also hier habe ich ja das komplette Gebiet sauber gemacht. Ach so, doch, also hier ist Feuer. Hier ist das Feuer gewesen.
Oder hier war das Feuer und hier die Glocke, ne? Also man kommt ja, ist ja direkt hier am Feuer. Das heißt, man könnte auch eigentlich reisen, aber dann ist alles andere dafür da. Dann wieder da. Und ja, ich lasse es vielleicht doch. Überwältigung voraus. Also ich gehe mal davon aus, dass durch die Glocke oder durch den Hebel, besser gesagt, da das Tor aufgeht. Und da in dem Gebiet, wo ich noch nicht war, denn ich bin da hinten wohl gewesen, an dem anderen Tor, von der anderen Seite. Und dieses ganze Gebiet stellt wahrscheinlich den Pfad des Drachen dar. Oder ist das komplette hier der Pfad des Drachen? Ich weiß es nicht, aber das Abgesperrte dahinter könnte möglicherweise vielleicht ein Boss sein. Pilger wird benötigt. Hätte ich nur Blitz? What? Zerfeind. Deshalb hätte ich nur Phantom. Phantom. Ich könnte mir vorstellen, dass da demnächst ein Boss wartet. Moment, ich habe 56.000. Oh, dann kann ich ja fast ein Level abmachen. Ja komm, wenn das so ist, dann entscheide ich mich dafür zu reisen und hier dann wiederzukommen. Ja, los. Zwar als erstes Feuerbannschrein. Da mache ich ein Level ab und dann überlege ich da zu der Brücke zu gehen, zu der besagten, um mir diese Rüstung zu holen. So, was brauche ich jetzt noch? Sieben, 8.000, ne? Aha. So. Hatte ich hier jetzt irgendwas gedacht, was ich machen wollte? Ach so, die andere Sache, auch in den Kommentaren. Oh, sorry, Dr. Debetis, dass ich mir das nicht nochmal genau durchgelesen habe. Da bin ich ehrlich. Aber ich bin gestern noch nicht dazu gekommen. Du hast mir eine Menge Tipps gegeben, was eine weitere Waffe betrifft. Ja, das kommt alles noch. Ich glaube, in dem Moment würde ich auch erstmal noch mit der Waffe weiterkämpfen, die ich habe. Aber es gibt ja auch noch Engi Plus und so weiter. Na, wie gesagt, ich spiele mit dem Gedanken, Dark Souls 3 auch Platin zu bekommen. Und deswegen, Moment, ich bin ja gar nicht aufgestiegen, ne? Hä? Warum nicht? For the link. Very well, then take no. So. Thank you. So, und dann gibt's hier die Katrin oder Karin. So, I'm hardly serious. Ach so, bei ihr hatte ich schon alles gekauft. Okay.
Thank you. Okay. Okay, 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 okay. Dann geht's nämlich zu diesem Wolf, Faron, Faron-Feste. Alter Wolf von Faron. Ich glaube, von da komme ich zu der Brücke. Komme ich nach oben zu der Brücke, wo der verirrte Dämon war oder so ähnlich, ja. Ein Boss, der aus Dark Souls 1 stammt und hier in Dark Souls 3 verirrt durch die Gegend gelaufen ist. So, seitdem ich das erste Mal hier gewesen bin, bin ich auch noch nicht wieder hier zurückgekommen. Wolfsblut Grasklinge darbieten. Da muss ich erstmal schauen, was das war. Grasklinge. Wolfsblut Grasklinge. Normalerweise diese Eid-Items, die findet man doch eigentlich hier. Ach so, nur weil das zersteht, heißt auch nicht, dass ich eine besitze. Ja. Ja, ich habe gar keine Inventar, genau. So ist das. So, und dann... Und dann, ich meine, es war... Weiß nicht so, dass es noch einen Aufzug gibt oder... Oder Treppen... Moment, 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 Moment. Oder war das tatsächlich mit dem Fahrstuhl? Okay. Tatsächlich gibt's vielleicht nur den... Die Möglichkeit, mit dem Fahrstuhl da hochzukommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, da war... Ist da ein Absprung? Nee. Ah, ja. So. Hier waren, glaube ich, keine Gegner. Da hinten glitzert schon was. Ich habe keine Ahnung, ob hier noch irgendwo ein Gegner kommt. Ist der denn gestorben? Habels Rüstung. Das war also Habel hier. Die Rüstung wirkt, als wäre sie aus einem richtigen, riesigen Felsbrocken gemeißelt. Gewährt hervorragend Schutz, ist aber extrem schwer. Die Krieger, die Habel dem Fels folgten, wichen nie zurück und weigerten sich keiner Schlacht. Sie zerschmetterten jeden Gegner, der sich ihnen in den Weg stellte. Ja, schön. Gut, ich glaube, mehr fällt mir jetzt nicht ein, was ich sonst noch hier machen könnte. Dann würde ich sagen, reise ich wieder zurück zum Erzdrachengipfel. Mal schauen, was diese Glocke zu bieten hat.
genau, Erzdrachengipfel. Großer Turm. Ja, großer Turm. So. So, ich wollte den lieber mal aus dem Weg räumen. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Oh, oh, das ist aber ein mieses Wetter. Hallo? Ich will dieses Blutfleck berühren. Aber es geht nicht. Ja. Und nun? Oh, das ist gemein, dass man den Boden nicht mehr sieht. Ah, aber da sehe ich dafür eine Nebelwand. Ja. Muss ich jetzt darunter? Boah, wieso ist hier jetzt so ein ekelhaftes Wetter? Locker. Hä? Muss ich vielleicht auf die andere Seite? Oder muss ich jetzt auf den Gipfel? Och Mensch. Wieso ist denn das Ding hier noch zu? Muss ich vielleicht nochmal die Glocke läuten? Also da sind Leute drin gestorben.
Muss ich da vielleicht jetzt diese Drachenstein-Sachen benutzen? Blitz und Donner. Nichts wird verbleiben, sobald die Glocke geläutet wurde. Das sehe ich wohl auch. Überwältigung voraus. Ja. Aha. Muss ich hier vielleicht runterspringen? Da ist eine Nebelwand. Wie komme ich da rein? Oh Gott. Oh. Aha. Aha. Oh Gott. Was ist denn hier das Geheimnis? Yeah! Das, was ich immer vergesse. Okay, okay, okay. Blitz.
eine. Oh, komm. Komm, 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 komm. Raus. Ja. Ja, ja. Komm her. Mann. Ja. Nein. Das war's. Verdammt. Die Musik, die dröhnt aber ganz schön in den Ohren. Das lasse ich nicht mehr zu. Ich mache ein bisschen leiser. So, und ein zäher Kampf, Mann. Ich glaube, vielleicht könnte ich das mit einem Glut versuchen. Fest steht, dass er zu machen ist. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo einen Trick. Oder vielleicht ist es auch noch nicht alles, wenn wir den Vogel besiegt haben, dass dann der Reiter dran ist. Ja. Deswegen komme ich vorne und hinten nicht aus mit den 15 Estus auf Level 10. Aber trotzdem, ich probiere mal, wie es ist, wenn ich eine Glut einsetze. Und schaue ich hier mal nach, ob ich hier jemand beschwören kann. Da ist schon jemand. Skrupsikazierer. Aber das ist CPT Crunch. Aber das sind bestimmt hier NPCs, ne? Na, guck mal, das sind meine Seelen. Also das sind andere Spieler, nehme ich an. Nein, kein NPC, sondern PvPs. Oder nein, Quatsch. Also andere Spieler. PvP sind es ja dann auch nicht in dem Moment. Sehr fein. Deshalb hätte ich nur Phantom. Und hier hätte nur Blitz. Pilger wird benötigt. Ja, Pilger. Komm, ich rufe hier Scrubseeker Zierer. Gucken, wie das wird. Das erste Mal, dass ich das einsetze. Weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich ein anderer Spieler ist. Der ist auf jeden Fall, der ist auch.
Lucille. So, Group Seeker Sira. Hi. Winken. Mhm. Habels Rüstung. Ja, ist bestimmt ein anderer Spieler. Okay, dann gehen wir es an. Group Seeker. Ein langes Schwert. Ah, was ich vergessen habe. Habe ich vergessen. Ach nee, sie. Doch, was hat sie gemacht? Oder er? Naja, ich habe vergessen, diesen Wunder anzulegen. Jetzt ist es zu spät. Oh. Ah. Den Kopf. Den Kopf. Die ist ja fast tot. Wow. 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 Ja, das war schnell. So schnell kann es gehen. Ah. Okay. Dass der Vogel so schnell down ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wisst ihr was? Ich probiere es nochmal alleine. Leider habe ich nicht genau gesehen, was mein Begleiter hier gemacht hat. Aber ich habe das Gefühl, dass es um den Kopf sich gedreht hat. Aber wirklich zwei Schläge. Und dann war sie tot. Komm. Wo ist denn der Kopf? Ach, da. Nein. Ja, gut. Oh Gott. Es war nicht meine beste Stunde. Außerdem den hier. Besser ist es mit, ne? So. Komm, ich versuch's nochmal alleine. Wahrscheinlich sind hier wirklich lange Schwerter die bessere Wahl. Lange Waffen mit langer Reichweite. Oh, komm.
Rollen in dem Moment. Das war das Dümmste, was ich machen konnte. Der Bande. Wow. Aha. Na. Ja, schlag doch. Shit. Okay, bis hierhin sind wir schon mal gekommen. Puh. Schwitzige Hände. Und jetzt kommt, glaube ich, nicht der einfachere Teil der Geschichte. Was mache ich denn? Namenlose König. Jo, wisst ihr was? Ich nehme mir so ein
war ein Phantom. Puh. Was soll das? Was soll das Ganze? So. Glut rein damit. Und wen haben wir hier? Rio. Ich glaube, der von vorhin oder sie. Die hat es echt drauf, ne? Boah. Ich nehme doch nicht jemand, der JKV5 heißt, oder? So, wo sind denn die Pilger? Oh. Finstergeist. Na prima. Guacamole. Okay. Ja. Ich wollte es nicht anders. Jetzt habe ich den Salat. Ah, da ist er schon. Aha. Was haben wir denn hier? Aha. Ja. Ach so, heilen kann sie sich auch. Wow. Mist. Oh, schön. Ja. Ja, geil.
Ach. Ups. Ja. Nee, ich hab's auch irgendwie genossen. Komm, den Spaß. Der musste mal sein. Ne? Aber jetzt habe ich auch genug. Mir reicht's mit einmal. Fuck, ey. Was glauben die, wer die sind? Echt, ey. Komm, gib mir die Seelen. Und jetzt hier aber mal ein ordentlicher Phantom mit anständigen Namen. Hier. Rio, komm. Der war vorhin schon da. Ich hoffe, du hast es drauf. Wir haben doch keine Zeit. Oh Gott, wir haben ja wirklich nicht mehr so viel Zeit. Was habe ich denn gemacht die ganze Zeit? Mann. So, Krieger des Sonnenlichts. Rio. Okay. Rio. Winke, winke. Jo, dann lass mal los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen das Ding in 7 Minuten machen. Ja? Zeig mal, was du drauf hast. So, ich hoffe, du bist dabei. Ja. So. Ja. Wo geht's da hin? Wo willst du hin? Oh Gott. Er ist schon dabei. Aber was macht er? Geht er auf die Füße? Er geht auf die Füße? Nein, er geht auf den Kopf. Okay, dann gehe ich auf die Füße. Krähenfüße. Weil das ist mir sicherer. Nein! Shit. Ich habe ja schon wieder vergessen, diesen Wunder zu wirken. Meine Fresse. So, Rio. Wie sieht's aus? Den Kopf treffen, sonst wird das hier nichts. Ja. Wo ist denn der Rio? Oh!
Oh nein, er ist tot. Nein! Er ist nicht tot. Was denn jetzt? Doch. Ah, nee! Fuck. Ja. Soll nicht sein. Es sollte nicht sein. Ja. Es hat aber nicht lange, nicht mehr viel gefehlt. Schade, dass Rio es nicht bis zum Ende geschafft hat. Aber an ihnen lag es auch überhaupt nicht. Ich habe ein paar Mal zweifelhafte Treffer abbekommen. Ja, aber gut. Dann steht er noch aus für die nächste Folge. Ich weiß gar nicht, wo ich die Zeit vertrödelt habe. So oft war ich doch gar nicht bei dem Boss und habe fast eine Stunde damit verbracht. Naja, 50 Minuten. Ja gut, Leute. Das war Folge, ich weiß nicht mehr. Wir haben fast 70 Folgen, ja. Genau. Ja. Haut rein. Macht's gut. Danke fürs Zugucken und bis bald. Ciao.